David William und seine Frau, die schöne Magdalene, sind ein junges kalifornisches Paar, das zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn Josh in der majestätischen Stadt Oakland lebt. Beide arbeiten hauptberuflich, David als Immobilienmakler und Magdalene als Wirtschaftsanwalt. Die beiden berufstätigen Eltern beschlossen also, ein Kindermädchen einzustellen, das sich um den kleinen Josh kümmern sollte, wenn sie bei der Arbeit waren. Die Williams sehnten sich nach einem guten Kindermädchen. Nach ein paar Telefonaten, E-Mails und Vorstellungsgesprächen hatten die Williams das Glück, das fleißigste Kindermädchen, Elizabeth Frost, zu erreichen. Sie war fürsorglich, mitfühlend, fleißig und eine perfekte Köchin. Sie war auch in der Lage, Josh liebevoll in Schach zu halten. Was sie nicht wussten, die Nanny ist auch eine wahre Superheldin. Den Grund erfahrt ihr jetzt. An einem warmen Sommermorgen brachte Elizabeth das Kleinkind in den Park, nachdem sie zum Bauernmarkt gegangen war, um frisches Gemüse und Josh Lieblingsobst, Pfirsiche, zu kaufen. Gegen 15 Uhr gingen sie zurück zu ihrem eleganten Wohnsitz in Oakland. Als Elizabeth durch die Vordertür ins Haus trat, hatte sie einen haarsträubenden Moment und sie wusste direkt, dass etwas nicht stimmte. Aber sie wusste nicht, was genau es war. Gerade als sie losgehen wollte, um Josh zu finden, kam der kleine Junge hinter ihr hergelaufen und ging an ihr vorbei, direkt ins Haus. Sie flehte ihn an, zu ihr zu kommen. In diesem Moment wurde ihr schlimmster Traum Wirklichkeit. Sie hörte einen lauten Knall, gefolgt von hastigen Schritten, die auf die Treppe hämmerten. Sie war sich sicher, dass David und seine Frau immer noch bei der Arbeit waren. Sie stürmte blitzschnell ins Haus, um sich den kleinen Josh zu schnappen. Aber der kleine Josh war auf dem Weg zum Spielzeugkorb, wahrscheinlich um seinen Lieblingszug aus Holz zu holen. Elizabeth rannte auf ihn zu und packte das Kind. Sie hob ihn schnell auf und rannte zur Haustür. Voller Adrenalin und Hektik sprang sie über den weißen Lattenzaun und landete im Garten der Nachbarn. Sie schlug hysterisch auf die Tür der Nachbarn. Zum Glück machten sie die Tür auf und sie ging direkt hinein und rief mit Hilfe der Nachbarn die Polizei. Sie wusste nicht, dass das Schlimmste noch kommen würde. Zum Glück für die Williams war ihr Haus mit Überwachungskameras ausgestattet. Als David nach Hause kam, fand er heraus, dass sein Haus von einem Einbrecher heimgesucht worden war. Sein erster Gedanke war es, sich die Überwachungsaufnahmen anzusehen. Was er sah, war erschreckend. Der Einbrecher wusste nicht, dass jede seiner Bewegungen überwacht wurde. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie er zunächst um das Haus herumläuft, bevor er sich in das Schlafzimmer des Paares begibt, das offen war. Er saß bequem auf der Bettkante und öffnete die Nachttischschubladen. Zum Glück hatte Elizabeth vor ein paar Wochen ihre Lieblingsperle einem Freund für eine Hochzeit ausgeliehen. Zuvor hatte die Perlenkette jahrelang in dieser Schublade gelegen. Der Einbrecher war offensichtlich enttäuscht, nichts Wertvolles zu finden außer Papier und einen Roman. Auf den Aufnahmen konnte man erkennen, wie er ununterbrochen nervös mit den Fingerkuppen auf die Schublade schlug. Als nächstes ging er zum Schrank. Er nahm ein paar Hemden und zwei Paar Schuhe von David mit und steckte sie in seinen Rucksack. Der Dieb war extrem gründlich und achtete darauf, keine Wertsachen auszulassen. Schließlich verließ er das Zimmer und ging direkt in das Kinderzimmer. Es war erschreckend für David, ihn in Joshs Zimmer zu sehen. "Ich kann das nicht glauben", rief er. "Er ist in meinem Babyzimmer." Der Eindringling sah sich um und ging, ohne etwas zu berühren. David war froh, dass sein Sohn und die Nanny dem Einbrecher nicht begegneten. Als Elizabeth die Haustür öffnete, entschied der Eindringling, dass es Zeit war, das Haus zu verlassen. Der Einbrecher rannte in Richtung Küche und stürzte durch die Hintertür, wie auf den Aufnahmen zu sehen ist. Er rannte geradewegs auf die Straße zu und ging von dem, was gerade passiert war, unbeeindruckt davon. Er entkam auch der Polizei, die erst Minuten später beim Haus angekommen war. Jedoch bekamen sie ein klares Bild vom Einbrecher. Es war ein Afroamerikaner im mittleren Alter und mit einem blauen Rucksack. Während der ganzen Zeit, in der Eindringling in Davids Wohnung war, konnte man aus den Aufnahmen sehen, dass er ständig am Telefon war. Es war klar, dass er in Verbindung mit jemandem war, der ihm sagte, was er zu tun hatte. Durch das Betrachten der Aufnahmen ist David klar geworden, dass mehr getan werden muss, um sein Zuhause sicherer zu machen. Der Einbrecher konnte beobachtet werden, wie er eine Leiter hochzog, die draußen gelassen worden war, um Zugang durch das Dachfenster auf der Dachseite zu erhalten. Die Tatsache, dass der Einbrecher unbemerkt in der Nachbarschaft herumgelaufen ist und am helllichten Tag sogar gewaltsam Zugang zu Davids Haus erhalten hat, zeigt, dass es eine ernsthafte Sicherheitslücke gibt. "Ich fühle mich in meinem eigenen Haus nicht mehr sicher", sagte David.
Elisabeth war ein wenig erschüttert, war aber froh, dass sie dem Einbrecher nicht ins Gesicht sehen musste. Für David war es schockierend, dass der Einbrecher im Haus war, während sich Elisabeth und Josh nur ein Zimmer weiter befanden. Elisabeth wurde für ihre tapfere Tat applaudiert. Sie hätte einfach weglaufen und das Kind zurücklassen können. Für viele Menschen, besonders für David und Magdalene, ist Elisabeth eine Superheldin, die ihren Sohn gerettet hat. Aber für Elisabeth war es nur ein normaler Arbeitstag und sie erfüllte ihre normale Pflichten, um Josh in Sicherheit zu bringen. Elisabeth ist bereit, ihre Arbeit trotz des unglücklichen Vorfalls fortzusetzen und die Williams sind glücklich, sie als Teil ihrer Familie zu haben. Wie hättet ihr reagiert? Wärt ihr alleine abgehauen oder hättet ihr den kleinen Jungen beschützt, so wie Elisabeth? Schreibt es in die Kommentare und ich lese es mir durch. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, falls du es noch nicht getan hast.